Mein Name ist Commander Shepard und ich begrüße euch hiermit herzlich zur Loyalitätsmission von Tali. So, und wir sind hier letztens stehen geblieben. Ich will hier nochmal schnell was checken, weil wir sind ja kurz vor der letzten Mission, wenn ich mich nicht irre. Weil wenn wir die Reaper FFS haben, können wir auch durch das Omega 4 Portal kommen und so. Und die Kollektoren können wir auch aufhalten. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, wir haben ja schon ziemlich viele Enzym-Missionen hier erfüllt. Vier Stück ungefähr. Da würde ich noch die letzten paar Aufträge, die wir hier haben, erstmal erfüllen, außer die gefälschte ID und das Omega, das ist die Pakete für den Ish. Weil lieber hier die Enzym verschollene Agentenmission noch machen, bevor wir hier mit der Hauptstory weitermachen. Auf jeden Fall erstmal hier die Loyalitätsmission machen und dann können wir später nochmal drüber reden. Ich hasse es nicht, dass sie Tali Zora beschuldigen, so etwas getan zu haben. Ja, das fasse ich einfach auch nicht. Nicht mal einen quarianischen Captain dazu bringen, für sie einzustehen, ist sie schon so gut wie verurteilt. Was? Okay, Tali Zora das Normandy. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich hätte es nicht mehr lange hinauszögern können. Was Normandy? Hunter Ran! Shepard was Normandy? Das ist der Admiral Shala Ran das Tonbay. Sie ist eine Freundin meines Vaters. Moment. Ran, du hast was Normandy gesagt. Ja, das habe ich, Tali. Der Admiralitätsrat hat beschlossen, dich unter diesem Namen anzuklagen, weil du nicht mehr auf der Nima Dienst tust. Sie sind Admiral. Gehören Sie demnach auch zu den Richtern? Leider nicht. Ich habe mich wegen meiner Vergangenheit mit Tali und ihrem Vater selbst für befangen erklärt. Vater musste das vermutlich auch tun. Das wirst du gleich sehen, Tali. Ich führe den Vorsitz und achte auf die Einhaltung des Protokolls, habe aber beim Urteil keine Stimme. Auf einem Schiff der Menschen zu dienen, ist vermutlich eher ein schlechtes Zeichen. Sie haben mir meinen Schiffsnamen genommen. Da hätten Sie mich auch gleich verstoßen können. Es ist noch nicht vorbei, Tali. Du hast Freunde, die dich immer noch als Tali Zora Bas Nima betrachten, egal wie sie dich offiziell nennen müssen. Wir sollten anfangen. Hat Tali einen Verteidiger? Jemanden, der sie vertritt? Ja, das hat sie, Captain Shepard. Sie gehört jetzt zu ihrer Crew, sogar offiziell nach quarianischem Recht. Und ein angeklagtes Crewmitglied wird immer vom Captain seines Schiffes vertreten. Also, würden Sie tatsächlich meine Verteidigung übernehmen? Das ist eine schlechte Idee. Ich freue mich schon drauf, wenn ich hier Abtrünniger spiele. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Ihnen zu helfen, Tali. Danke, Shepard. Einen besseren Vertreter hätte ich mir nicht wünschen können. Unsere Regeln vor Gericht sind simpel. Um Fallstricke oder politische Schlupflöcher müssen Sie sich keine Gedanken machen. Stellen Sie die Wahrheit dar, so gut Sie können. Das muss genügen. Kommen Sie jetzt. Ich habe versprochen, Sie nicht aufzuhalten. Dieses Konzil ist nun bereit. Gesegnet seien die Vorfahren, die uns am Leben gehalten und somit ermöglicht haben, dass wir heute existieren. Kela Selan. Die Angeklagte, Tali Zora Bas Normandy, ist mit ihrem Captain erschienen, um sich gegen die Anklage des Verrats zu verteidigen. Einspruch! Ein Mensch hat bei einer Anhörung, die sich mit derart sensiblen militärischen Dingen befasst, nichts verloren. Dann hätten Sie Tali nicht der Crew der Normandy zuschreiben dürfen, Admiral Corvis.
Als Tullys Captain muss Shepard von Rechts wegen bleiben. Ich ziehe den Einspruch zurück. Shepard was Normandy. Ihr Crewmitglied Tali Zora ist des Verrats angeklagt. Werden Sie für sie sprechen? Ich will Tali helfen. In ihrem Herzen ist sie immer noch Tali Zora Vasnima, ein stolzes Mitglied der Migrantenflotte. Ich bedauere es sehr, dass ihr Captain heute nicht an ihrer Seite stehen darf. Niemand hat gesagt, dass irgendjemand etwas nicht darf. Es ist einfach so. Lügen Sie ruhig alle an, wenn Sie meinen Saal, Chorus. Aber bitte nicht mich. Und still bleibe ich dabei auch nicht. Der Mensch hat recht. Admirale, bitte. Shepards Wunsch, Tali Zora bei diesem Prozess zu vertreten, wird durchaus begrüßt. Tali, Sie werden beschuldigt, aktive Geth in die Migrantenflotte eingeschleust zu haben. Worauf plädieren Sie? Wie hätte Tali Geth in die Flotte einschleusen können, während sie auf der Normandy Dienst tat? Hören Sie, Shepard. Tali wird nicht vorgeworfen, komplette Einheiten zurückgebracht zu haben, sondern Einzelteile, die sich selbst reaktivieren können. Aber ich würde niemals aktive Geth zur Flotte schicken. Alles, was ich geschickt habe, war deaktiviert und harmlos. Dann erklären Sie uns, wie die Geth das Laborschiff übernehmen konnten, auf dem Ihr Vater gearbeitet hat. Wovon reden Sie da? Was ist passiert? Soweit wir wissen, Tali, haben die Geth jeden an Bord der Ellerei umgebracht. Einschließlich ihres Vaters. Was? Oh, Pila! Ich leugne nicht die Wichtigkeit dieser Verhandlung, werte Admirale. Aber jetzt sollte unser vorrangiges Interesse der Sicherheit der Migrantenflotte dienen. Die Normandy ist zur Unterstützung bereit, in welcher Form sie auch immer gewünscht wird. Danke. Quarianische Einsatzteams haben versucht, das Schiff zurückzuerobern, aber bislang ohne Erfolg. Shepard, wir müssen die Alarai zurückerobern! Das Sicherste wäre, das Schiff ganz einfach zu zerstören. Aber wenn Ihnen ein ehrenhafter Tod lieber ist als ein Leben im Exil... Ich suche meinen Vater, Sie Boschtet! Sie wollen die Alarai den Geth wieder abnehmen? Das ist ein äußerst gefährliches Vorhaben. Mit Ihrer Erlaubnis, werte Admirale, ja. Das Wohl der Flotte geht vor. Und Tali muss ihren Vater finden. Einverstanden. Und sollten Sie bei dieser ehrenvollen Mission fallen, Tali, werden alle Anschuldigungen aus den Unterlagen entfernt. Darüber reden wir später. Dann ist es beschlossen. Sie werden versuchen, die Alarai zurückzuerobern. Sie erhalten die Erlaubnis dazu, die Raya zu verlassen. Beim sekundären Docking-Hangar wird ein Shuttle für Sie bereitstehen. Viel Erfolg, Tali. Die Anhörung wird nach Ihrer Rückkehr fortgesetzt oder nach dem Beschluss, Sie für im Einsatz gefallen zu erklären. Zugestimmt haben, die Alarai zurückzuerobern, Shepard. Die Admirale scheinen sicher zu sein, dass mein Vater bereits tot ist, aber ich weiß auch nicht. Wir werden es erst erfahren, wenn wir dort sind. Wie geht es Ihnen? Sie wurden ja gerade ganz schön bombardiert, sogar noch bevor man Ihnen von Ihrem Vater berichtet hat. Mir war klar, dass es hart werden würde. Aber man ist wohl nie darauf vorbereitet, des Verrats angeklagt zu werden. Und mein Vater? Ich weiß nicht. Er könnte noch am Leben sein. Sie wissen nicht mit Bestimmtheit, dass er tot ist. Ich weiß es einfach nicht, Shepard. Und ich muss es herausfinden. Möchten Sie hier noch mit jemandem sprechen, bevor wir aufbrechen? Wir können mit den Admiralen reden. Vielleicht hilft uns das dabei, herauszufinden, wo sie stehen. Aber wir werden durch ein privates Gespräch wohl kaum jemanden dazu bringen, dass er von seiner Meinung abrückt. Gehen wir. Richtig. Je schneller wir auf der Alarai sind, desto eher wissen wir, was passiert ist. Shepard, der sekundäre Docking-Hangar ist hinter der Konzilkammer, wo Sie sich gerade befinden. Das bereitgestellte Shuttle ist unbewaffnet. Verstanden. Wie viele Geth auch auf der Alarai waren, Sie haben wahrscheinlich neue gebaut. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Okay. Das war so klar, dass es... Wenn man die Alarai zurückerobern kann,
Okay, dann wird es ja jetzt ziemlich lustig werden. Ich habe mir schon gedacht, das wird nicht so einfach wie immer. Was ist sie wie immer? Frage ich mich jetzt. Weil es war eigentlich noch nie einfach. Ich weiß. Talisora, was niemand. Oh, Verzeihung. Ich meinte, was Normandy. Schon. Die Namensänderung war nicht meine Entscheidung. Auf Befehl von Admiral Rahn steht das Shuttle Ihnen und Captain Shepard, was Normandy, zur Verfügung. Können Sie uns sagen, was uns auf der Alarai erwartet? Ich fürchte, da bin ich schlecht informiert. Den ersten Angriff haben nur wenige Marines überlebt. Aber sie haben von großen Angriffswellen von Gath gesprochen. Viel mehr als dort hätten sein dürfen. Es hätten dort gar keine sein dürfen. Richtig. Ich meinte, dass sie befürchten, die Gath würden mit den Einzelteilen auf der Alarai mehr von den Iren zusammenbauen oder reparieren. Fliegen wir zur Alarai. Natürlich. Ich schalte das Shuttle jetzt frei. Viel Glück mit den Gath, Palisora. Kila Selai. Was heißt denn Kila Selai? Das ist wie bestimmt wie beispielsweise bei Star Wars möge die Macht mit dir sein oder whatever. Okay, wir sind jetzt wahrscheinlich auf die Hallerei. Gehen hier mal durch. Oh, tote Quarian überall. Was ist denn das? Okay, schlechte Idee. Moment. So. Moment, ich schau hier mal, wir haben ein paar Feinde. Natürlich, da war schon tot. Okay, die Waffe ist doch nicht so toll, wie ich gedacht habe. Ich glaube, wir müssen mal die Waffe wechseln. Wollte ich ja eigentlich schon seit Ewigkeiten machen, aber ich habe das ganz vergessen. Ja, genau, wieder auf mich. Immer auf mich, ja. So, dann nutzen wir mal schnell das Medizinkit. Bitte, wir holen es uns. Und ja, hier Laptop-Zugriff. Okay. Ah, die Laptops bringen wieder Credits, das ist wunderbar. So, dann gehen wir mal hier rein. Medizinkit und das Terminal hacken wir gleich. Das ist eine der Speichereinheiten, die ich Vater geschickt habe. Das müssten Teile einer deaktivierten Reparaturdrohne sein und ein Reflexalgorithmus, den ich nicht identifizieren konnte. Das stammt von Haystrom. Was musste ein Teil haben, damit Sie es Ihrem Vater geschickt haben? Es musste funktionsfähig sein. Etwas, das man analysieren und in andere Technologien integrieren kann. Etwas Neues hatte Priorität. Ansonsten jede Technologie, die die GEF selbst entwickelt hat. Zeichen für Modifizierungen, Hinweise auf ihre Denkstrukturen. Wie haben Sie die Sachen zu Ihrem Vater gebracht? Manchmal habe ich Pakete an sicheren Plätzen in zivilisierten Gegenden hinterlassen. Jemand auf Pilgerreise hat dann dafür gesorgt, dass sie nach Hause geschickt wurden. Wenn ich etwas Wertvolles gefunden hatte, habe ich ein Signal nach Hause geschickt und Vater ließ das Teil dann von einem kleinen Schiff abholen. Haystrom war Kriegsgebiet. Wie konnten Sie in dem Chaos noch Einzelteile bergen? Diese Anzüge haben mehr Taschen, als Sie glauben. Wir Quarianer haben gelernt, alles zu bergen, wann und wo es notwendig ist. In vernünftigem Rahmen natürlich. Wir sind ja keine Wortschaft. Aber wir reparieren, was die meisten anderen wegwerfen würden. Hunderte von Schiffen in unserer Flotte waren eigentlich Wracks, die wir im Weltraumtreiben gefunden oder für fast nichts gekauft haben. Geben Ihnen die geborgenen Teile einen Hinweis darauf, was hier geschehen sein könnte? Nein, ich weiß nicht. Shepard, ich habe alles überprüft, was ich hierher geschickt habe.
Einige tolle Stücke habe ich nicht geschickt, weil ich sie für zu gefährlich hielt. Weil sie sich womöglich unkontrolliert selbst aktiviert oder repariert hätten. Ich weiß nicht, welche Möglichkeit schlimmer ist. Dass ich nachlässig war und doch etwas Gefährliches geschickt habe? Oder dass Vater das alles wirklich getan hat? Ja, okay, dann kann es ja auch sein, dass dein Vater es wirklich getan hat. Dann ist Talia unschuldig. Da kannst du ja aber froh sein. Wird dein Vater verklagt. Hat er einen anderen Schiffsnamen. Oh, wie schlimm. Okay, denn das so hat ganz schön lange gebraucht, um das hier zu suchen. Ach, verdammt. Hey, ich finde das jetzt gerade nett. So, und das Grüne müsste das hier sein. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft. 4200 Credits mehr, das ist doch schon etwas. Wir haben jetzt 170.000 Credits, das ist doch schon mal ein Anfang. Wieso liegt der Koreaner da oben? Wie kann man denn sterben? So, Monitor hacken wir mal. Das hier. Komm schon. Ich schaff das. Das hier und das hier. Very easy. Das nehme ich mit. Oh, Gef Schildstärke, was ist das? Jetzt habe ich mir nicht durchlesen können. Aber egal, Koreaner Lock. Klang ziemlich nach Problem und so. Und jetzt geht's hier wieder ab, bestimmt. Ich höre schon wieder die Musik. Aufpassen! Also viele Gaff habe ich schon erledigt, also fallen würden wir hier bestimmt auf dem Schiff nicht. Toll, jetzt habe ich das nicht mit sehen können. Ah, hier. Das ist ja ziemlich mies hier. Und das war mir so klar. Man hat hier nie einen leeren dunklen Raum. So, hier kommen immer noch die Anfänger-Tipps, dass ich in Deckung gehen soll, wenn ich hier wenig Gesundheit habe und kein Schild mehr. Oh, come on. Hier ist schon drauf. Habe ich euch eigentlich schon gesagt. Es ist jetzt hier ziemlich unpassend, der Schlacht, aber ich glaube, ich mache in diesem Part mal keine Liebe. Ich will auf Ashley im dritten Teil warten. Und ich werde früher oder später eh nochmal einen Abtrünnigen spielen. So, und da mehrere, ihr wisst schon. Aber darüber wollen wir ja jetzt nicht reden. Wir konzentrieren uns erstmal auf die Mission hier und dann gehen wir mal durch die Tür hier. Wand safe, schon wieder ein Wand safe. Das wäre dann erstmal erledigt.
Hier wieder ein toter Quarianer. Vielleicht finden wir was in dieser Konsole. Die meisten Daten sind beschädigt, aber ein paar sind noch übrig. Sie haben ein Geth-System Experimente durchgeführt. Es ging um neue Wege, den Schutz der Geth vor Umprogrammierung zu umgehen. Halten Sie die Waffentests an dem Geth für richtig? Es werden ja keine Waffen an Gefangenen getestet, Shepard. Ich habe Vater nur Einzelteile geschickt. Selbst wenn er sie zusammenbaut, haben sie noch kein Bewusstsein. Sie haben gesehen, was Saren und Sovereign mit den Geth gemacht haben. Jede Forschung, die uns einen Vorteil verschafft, ist wichtig. Wussten Sie, was für Tests Ihr Vater durchgeführt hat? Nein, Vater sagte nur, ich soll ihm jedes Teil der Geth schicken, das ich in die Finger bekomme und das keine Gefahr für die Flotte darstellt. Ich hatte zwar den Verdacht, dass er Waffen testet, aber ich dachte, es ging ihm nur um neue Methoden zur Überwindung von Schilden oder Panzerung. Könnten diese Daten Ihren Namen reinwaschen? Wohl kaum. Es sind hauptsächlich Ergebnisse über die Auswirkungen verschiedener Hacking-Techniken. Ich verstehe nicht alles davon. Aber Sie haben womöglich die Geth absichtlich aktiviert. Ich bin nicht sicher. Es steht nicht eindeutig hier drin. Aber wenn es stimmt, dann hat Vater etwas Schreckliches getan. Was sollte das alles, Vater? Du hast mir ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Sollte uns das hier nach Hause zurückbringen? Vielleicht sollte Ihr Volk sich von der Idee lösen, den Geth in Ihre Welt wieder wegzunehmen. Sie wissen ja nicht, wie das ist. Sie haben einen Planeten, zu dem Sie zurück können. Mein Zuhause lässt sich durch einen gezielten Angriff auslöschen. Sie haben einen Platz, wo Sie hingehören, Tali. Geben Sie das nicht für einen unnötigen Krieg auf. Unnötig? Shepard, ich sterbe, wenn ich in meiner eigenen Heimat keinen Helm trage. Ein einziger Kuss und ich lande im Krankenhaus. Jedes Mal, wenn Sie mit bloßen Fingern eine Blume berühren oder ohne Luftfilter Ihren Duft genießen, tun Sie etwas, das mir verwehrt ist. Die Pilgerreise soll verdammt sein. Ohne Sie hätte ich nie erfahren, was mir entgangen ist, was wir verloren haben, als uns unsere Heimat weggenommen wurde. Haben die Quarianer erwogen, eine neue Welt zu kolonisieren? Wir hätten schon genug Schwierigkeiten, uns in unserer eigenen Welt zu akklimatisieren. Bei einer Kolonie auf einer fremden Welt wäre das noch viel schwieriger. Wir reden hier von 60 Jahren oder eben 600. Damit die jetzt Lebenden einen Sonnenuntergang ohne Maske genießen können, müssen wir unsere eigene Heimat zurückerobern. Zumindest ein Schiff können wir zurückerobern. Gehen wir. Oh Mann, ey. Tali scheint ziemlich wütend zu sein auf ihren Vater. Aber wir moven hier erstmal und sehen bestimmt wieder Geth. War so klar. Ah, da drüben sind auch noch welche. Boah, Alter. Wir dürfen ja hier Tali nicht alles machen lassen. Oh shit. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, Schild. Lass mich nicht im Stich. Lass mich nicht im Stich, Schild. Komm los, Garrus, steh auf, ich brauch deine Hilfe. Ich hasse das. Ich weiß jetzt nicht, ob das gesund ist, so, aber... Ah. Boah, Alter. Ich brauche erstmal eine kleine Pause. Okay, ich glaube, das wäre erstmal so. Und ich denke mal, ich beende hier erstmal den Part. 25 Minuten erreicht und... ja. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und dass ich euch unterhalten konnte oder auch nicht. Und ja, abonnieren, kommentieren, bewerten oder pausieren oder lasst es bleiben. Und ja, okay. Es ist wie immer euch überlassen. Bye bye und bis zum nächsten Mal. BZW. Bis später.